Du hast's immer noch drauf. Na, früher hat das Spiel mehr Spaß gemacht. Früher warst du noch jünger. Und dümmer. Immerhin bist du noch genauso schnell. Denn ein langsamer Pilger. Ein toter Pilger. Ja, ja, ich weiß. Komm hoch, ich will dir was zeigen. Scheiße, Mann. Du bist immer noch ganz schön stark. Danke. Schön, dich zu sehen, Spike. Wie lange ist das her? Viel zu lang. Aber werd jetzt nicht sentimental. Wo gehen wir hin? Wirst schon sehen. Es ist unglaublich. Was ist unglaublich? Die meisten Pilger schaffen keine 2-3 Jahre auf der Straße. Du bist jetzt schon 4 Jahre da draußen. Und noch immer am Leben. Du auch? Klar, aber ich bin ja auch der Hammer. Na klar, stimmt. Echt jetzt. Ich wünschte, ich hätte deine Energie. Hast du eine neue Spur zu Jane? Na, nach New Paris blieb sie verschwunden. Wo bist du lang? Durch Baines oder Gary? Na, Baines, was ein Misthaufen. Gerade mal 5 wackelige Hütten und ein verrotteter Zaun sind noch da. Schau mal, Aiden. Ein Bienenstock voller Honig. So eine Gelegenheit lässt man nicht aus, oder? Auf keinen Fall. Sieh dich um. Wenn wir Glück haben, wächst ja auch Camilla. Das müsste reichen. Erinnerst du dich an die alte Kräuterfrau, die wir in ihr Dorf zurückgebracht haben? Oh ja, die mit diesem Sprichwort, Kamille und Honig immer schön aufheben? Zusammengemischt bleibst du damit am Leben. Komm schon, wir sind fast da. Das ist es. Komm schon. Wow. Da hatte mal jemand eine nette Hütte. Abgeschlossen. Ich versuch's hier. Geh du zur Hinterseite. Nimm alles mit, was wir brauchen können. Klar. Hier ist nichts. Hier ist nichts.
Party. Aber bis dahin hatte der GRE doch längst die Kontrolle über das Virus verloren. Ja, nur Ratten. Zeit, dass sich unsere Wege trennen. Warum? Ich mache mir langsam Sorgen um dich. Und du kennst unser Motto. Sorgst du dich um jemanden, wird es Zeit zu gehen. Ich frage mich, wie der Wein damals geschmeckt hat. Who do you voodoo? Klingt vertraut. Nada. Null. Sollte damals wohl Kunst sein. Zerreißt mir das Herz. Das Ende der Welt feiert man am besten mit einem rauschenden Fest. Na, die wollten selbst bestimmen, wie sie sterben. Hoffen wir, dass wir auch so viel Glück haben. Aiden, ich sehe oben nach. Schau du dir mal den Garten an, okay? Okay.
sein, hatten sie einander. Sie hatte Klasse. Meine liebste Mary, verzeih mir, dass ich dich verlassen musste. Es heißt, wenn das Virus dich verwandelt, dann bist du für immer verloren. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß, dich gibt es noch da drin, unter all dem Schmerz und der Krankheit. Ich komme zu dir. Kein Weglaufen mehr. Gott. Hey, komm her. Schau dir das an. Lea. Setz dich, Kumpel. Für dich. Ein Geschenk? Ein Geschenk des Himmels, um genau zu sein. Habe ich gerade gefunden. Neben der Leiche des Besitzers. Dir nutzt es wahrscheinlich mehr. Hier. Kein Aroma mehr. Ein echter Feinschmecker-Gaum, was? Trink einfach. Unglaublich, wie friedlich das Ende der Welt doch ist. Na, zumindest bis zur Nacht. Stimmt. Ich wünschte, Crane hätte das hier gesehen. Wer? Kennst du nicht. Hab für dich diesen Typen gefunden. Was? Und das sagst du mir erst jetzt? Als ich dir das Bier gab, dachte ich, du wüsstest, dass wir was zu feiern haben. Der Typ ist in Villador. Anscheinend weiß er was über Waltz. Villador? Dann bin ich so nah dran, hä? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Bringst du das hier nach Gary? Liegt auf dem Weg. Die Leute dort mögen Pilger nicht, aber sie zahlen gut. Und wo mögen die Leute Pilger, Aiden? Sie haben Angst vor uns. Alle tun ihr Bestes, um zu überleben. Vielleicht. Aber sobald etwas durch die Horden von Infizierten transportiert werden muss, klopfen sie plötzlich an deine Tür. Also gut, aber du schuldest mir was. Na, nicht nur eine Sache. Also, was ist mit dem Typen? Naja, hab per Funk mit ihm geredet. Sein Name hat er nicht gesagt. Sieht aus, als hätte er was zu verbergen. Siehst du die Antenne auf dem Hügel da? Damit kannst du ihn kontaktieren. Er hört den Funk auf 140,200 Megahertz ab. Morgens früh. Sag ihm, du meldest dich bald.
Was will er dafür? Hat er nicht gesagt. Klang aber nicht danach, als ob er irgendwas umsonst macht. Das macht wohl keiner. Und? Was ist mit mir? Du bist ein alter Sack, der mich überall nach seiner verrückten Freundin rumfragen lässt. Hey, hey, hey. Sie ist nicht verrückt. Jane ist vielleicht ein bisschen hitzköpfig und... Sie bringt sich immer in Schwierigkeiten, aber wenn du ihre... Hey, langsam. Na gut, für solches Gerede ist es noch zu früh am Abend. Augen. Ich wollte Augen sagen. Wunderschöne, stahlgraue, riesige. Hab noch nie gehört, wie jemand so auf graue Augen abfährt. Weil du einen Scheißdreck über das Leben weißt, ganz zu schweigen von Frauen. Na, wahrscheinlich hast du recht. Ich sag's dir, irgendwann finde ich Jane. Dann suchen wir uns ein Haus. Da wohnen wir und niemand wird es uns nehmen. Und ich wandere nicht mehr rum wie ein Trottel. Ja, darauf trinke ich. Und dieser Waltz, was ist mit dem? Gehört er zur Familie? Nein, ganz und gar nicht. Und warum suchst du ihn dann? Erzählst du mir das irgendwann? Ja, irgendwann. Na gut. Ich muss weiter. Wann sehen wir uns denn wieder, hä? In 2 Jahren? Vielleicht. Mach's gut, Mann. Ich hoffe, du findest diesen Waltz. Oder wen auch immer du suchst. Und denk daran, 140,200 Megahertz. Frühmorgens. Der Typ erwartet dich.
Na, fast fertig. Na, ist schon dunkel. Zeit, ein Versteck für die Nacht zu finden. Na, was Besseres werde ich nicht finden. Die Sendestation sollte hier irgendwo sein. Jemand hat die bewegt. Vor kurzem. Gut, probieren wir's. Das ist sie. Die Sendestation. Ich muss den Generator anschmeißen. Ich muss es an den Strom anschließen. Was zum... Was zum Teufel ist das? Oh.
Na dann los. Hier ist Aiden. Komm. Sucht dir jemand einen Pilger? Komm. Na, ich muss wohl bis morgen früh warten. Na, genug jetzt. Schlafenszeit. Morgen versuche ich's wieder. Aber, jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Adi! Wir brauchen Vorräte. Alles schon bereit. Es ist so still. Wo sind die alle? Vielleicht sind sie alle tot. Du spinnst. Gehen wir. Jetzt. Alles wird gut. Wartet hier. Wird doch nichts. Hast du 12, 3, 4, 6 dabei? Wir sollen die Patienten zurück in die Stadt bringen. Keine Sorge, die lassen uns bald gehen. Adi, ich hab Angst. Ich bin bei dir. Bei mir bist du sicher. Ich weiß. Tu, was ich sage. Ganz ruhig. Siehst du, Schwester? Selbst wenn sie uns trennen, finden wir so immer wieder zusammen. Dr. Walls, wir schaffen es nicht. Das Militär kann jede Sekunde hier sein. Warte. Schließ die Augen. Feuer! Feuer im Labor! Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Thank you.
Hallo? Aiden hier. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also hast du fast die Tunnel erreicht. Da ist ein Eingang, den der GHI übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Was ist los? Mach schnell! Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Schon unterwegs, bin gleich da. Hey, ist da jemand? Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Vernichtet. Ich hab's allein gemacht. Oh, der Boss kriegt ihn zum Reden. Oh, ist der? Nein, 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 nein!
der Schlüssel ist. Er ist weg, hab ich doch gesagt. Oh. Ach ja. Bück dich, Arschloch. Komm schon, ich will eine Herausforderung. Nimm das, Hurensohn. Was hast du mit Tahir gemacht? Ich mach dich fertig! Meine ich es ernst? Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein GAI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Wo ist Mia? Geh zum Fischauge. Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige, lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Gehen wir. Zum Henker! Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Ich halte noch eine Runde. Noch ein. Nichts langsam. Na, du bist aber hübsch. Ich halte den ganzen Tag durch. Das war gar nichts. Friss den Tod, du Bastard. Weiß und kämpf. Du Wichser! Du glaubst, du kannst mich besiegen? Leute, hier ist der Rache. Holt mal den Kammerjäger. Leck mich, du Wichser! Du bist aber hübsch. Los, komm weg hier! Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Waltz! Wir müssen weg. Aber den suche ich doch. Du Idiot, er muckst dich ab, wenn er dich findet. Dylan! Scheiße. Geh zum Lüftungsschacht. Hier lang. Du zuerst. Was machst du da? Waltz darf den GAI-Schlüssel nicht kriegen.
Was? Lass mich raus! Fischauge, Lauren. Geh! Da ist der Verräter! Ah. Hi, Dylan. Hallo, Kuppels. Lass den los. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Hier drin. Das ist das Ende. Es tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich hab sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen. Aber er zog einfach seine Pistole, gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, du tust ihm einen Gefallen. Dann drückte er meinen Finger, den ich am Abzug hatte. Ich schrie. Ich wollte, dass mein Großvater stirbt. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl, mein Freund. Da ist jemand. Im Rettungsschacht! Halt ihn! Tut weh. Wer zur Hölle ist das? Er hat keine Biomarker. Ein was? Scheiße, er verwandelt sich! Tätig! Schnell! Nein! Hecht ihn auf! Lasst ihn krepieren! Nein, 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 nicht fertig! Scheiße!
euch getan? Master! Verdammter Streuner! Leg ihn um! Würde es mit einer Jetzt Gaube nicht schneller gehen? Lass ihn verdammt nochmal in Ruhe! Hakon, er verwandelt sich gleich. Ach, das ist ein Problem. Ich dachte, aber er ist ein Außenseiter. Er muss sterben. Er gehört zu mir. Kapiert? Hab ich denn nicht gesagt, geh nirgendwo ohne mich hin? Hab ich's nicht gesagt? Wer zum Teufel bist du? Die reißen dich in Stücke. Shh, nicht jetzt. Wer zur Hölle ist das? Mach einfach schnell, klar? Bring sie hierher. Scheiße! Du Drecksack! Du beschissener Drecksack! Er bewegt sich. Hakon? Leg ihn um, Hakon. Leg ihn um, bevor ich's tue. Wow, wow, wow. Bleib ruhig. Atme durch. Scheint, er hat sich nicht verwandelt. Scheint? Hakon, ich will das hier nicht. Du bist zurückgekommen. Blinzle, wenn du verstehst. Oh, fuck, mein Kopf. Oh. Du hast dich fast verwandelt, aber UV-Licht und Hemmstoffe holten dich zurück. Und der Baseballschläger natürlich. Du bist am Leben. So soll es auch bleiben. Der Kerl bringt uns fast um und du plauderst mit ihm? Mädels, entspannt euch. Sie haben Angst. Hättest fast ihre Werkstatt geschrottet. Wir müssen hier weg. Kannst du laufen? Aber ich verstehe nicht. Wo gehen wir hin? An einen sicheren Ort. Ich muss zum Fischauge. Das Fischauge? Ohne Biomarker kommst du noch nicht mal in die Nähe. Was zum Teufel ist das? Biomarker überwachen den Verlauf der Infektion im Dunkeln. Deine Eintrittskarte in die Stadt. Ohne ihn ist jeder Schritt ins Dunkle reines Glücksspiel. Kannst dich jederzeit verwandeln. Du brauchst einen Biomarker und ich weiß, wo wir einen herkriegen. Komm. Er verwandelt sich wieder. Entspann dich. Alles unter Kontrolle. Alles wird gut, hey. Du bist schwach. Warte einen Moment. Trink. Ernsthaft? Sonst noch was? Sollen wir ihm ein Bad einlassen? Hört sich gut an, meine Damen. Vielleicht nächstes Mal. Schnauze, Hakon. Sie himmelt mich an. Warum hilfst du mir? Lernen wir uns doch kennen und finden es raus. Du zuerst. Wo hast du die alle her? Geht dich nichts an. Du bist auf der Hut. Gut. Dann lebst du länger. Bist du ein echter Pilger? Oder gibst du das nur vor? Ich war ein Pilger. Eine Stunde bis zur Dämmerung. Ich mein's ernst, Hakon. Er bleibt nicht über Nacht. Hier, deine Waffe und dein Funkgerät. Auch als Pilger kommst du nicht ohne aus. Los, gehen wir. Übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach runtergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert?
Na, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Velidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Ach übrigens, ich bin Hakon. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Hier drüben. Du hast es offensichtlich drauf. Ich war beim Militär. Spezialeinheit? 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen und die haben mein Konto gesperrt. Wurde schließlich Taxifahrer. Autsch! Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Halt's Maul! Immerhin kenne ich mich in der Stadt aus. Ho, komm schon! Du bist zu schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Habe ich nicht alles zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Fuck! Heißt das, ich hätte draufgehen können? Wenn ich dir den nicht gegeben hätte, wärst du so oder so gestorben. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann herzlich willkommen zu deinem Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. An Orten wie diesem wird oft einiges versteckt, falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit in einen Bunker zurückschafft. Was ist das? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Komm schon! Stopp! Hilfe! Irgendjemand! Ihr habt hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Ja.
Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Aha. Gehen wir? Du wolltest mir etwas zeigen. Klar, mir nach. Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Es wird dunkel. Sie werden bald aufwachen. Schnell, öffne die Kiste. Und im Gegenzug holen wir uns deinen Biomarker. Scheiße. Diebe! Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Ich suche jemanden, jemand Wichtigen. Das sollte mir helfen, sie zu finden. Aber woher hast du das denn? Besser, du weißt das nicht. Glaub mir. Wenn du meinst... Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht! Plan B, lauf um dein Leben! Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach! Beeilung! Sie sind in der Nähe, mach schon! Da drüben, zum Licht! Hörst du das? Wir sind fast da. Nur noch ein kleines Stück. Hakon, Na los, acht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Ach, Scheiße. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens erstmal rein. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Arschloch! Yeah.
Schnell! Sie haben uns gleich! Dreh dich nicht um! Lauf! Schneller! Da kommen noch mehr von ihnen, Aiden! Nicht mehr weit! Wir sind dort in Sicherheit! Killian, ich bin's! Mach auf! Keine Freunde hier, was? Killian! Lenk sie ab! Killian! Mensch, Killian! Mach schon! Killian! Ich hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Ah! Halt sie auf! Scheiße, das sind ganz schön viele. Ah, wir haben es geschafft. Das glaube ich nicht. Ärger kommt selten allein. Hakon, bring uns da rein! Ich versuch's ja. Killian, nicht weiterlassen! Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir. Wir sind sowas von am Arsch. Verdammt noch mal, Killian! Hättest ruhig noch warten können! Hätte ich fast. Wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon! Jetzt sei nicht so ein Arsch! Schau mal, hier! Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Ich bin ein Pilger. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Ich hab mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Hakon, ha? Ich hab ihm Hemmstoff gegeben, er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn! Wirklich? Oh Mann, du Arsch! Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was, Hakon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Hakon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot.